Ja, ich dachte mal, ich mache eine kleine Preview, wie etwas schmeckt. Ein kleines Test. Eine Sache, die ihr wahrscheinlich so eklig findet, ich habe es übrigens schon da reingekippt, nicht wundern. Ich habe, sagen wir so, ich ging heute mal, ich gebe zu, wo ich kann, obwohl ich kann eigentlich sagen, wo ich war. Ich war bei Aldi, habe nochmal Lebensmittel eingekauft und so, ne? Schön und gut, aber der liebe Jackie hat was gefunden. Es gibt die Sachen, zwei Geschmackssorten. Ich habe jetzt zwei auch genommen, aber ich werde erstmal nur eine testen. Das zweite, weil ich meinetwegen noch mal, wenn ich die Packung anbrich. Ihr kennt ja die Eistee-Firma Pfanner. Hoffe ich. Ja. Und diese Eistee-Firma hat etwas hergestellt, wo ich gedacht habe, wo ich es gesehen habe, ich probiere es mal aus, aber schmeckt es wirklich? Ist die Frage. Was kann man noch als Tee verwenden, also als Teeersatz, was andere Leute jeden Morgen so trinken? Ja, richtig, es ist Kaffee! Ja. Diese Firma Pfanner, die hat bei Aldi, ja, wie soll ich sagen, die Packung sieht so natürlich aus, Kaffee und Lemon. Da steht zum Beispiel hier drin, koffeinhaltig, ein Glas 250 Milliliter, bla bla, enthält circa 15 Milligramm Koffein und somit in etwa gleich viel wie Hand Dells üblichen koffeinhaltigen Eisteegetränk. Ja. Was ist da wirklich alles drin? Pfanner, Kaffee und Lemon. Lässt Kaffee kalt aussehen. Echt. Ja, und ich kann euch sagen, dieses Gesöff, es riecht nach Kaffee sogar. Sagen wir mal so. Langsam zieht uns Kaffee. So, da steht es ja. Ich warte, bis es scharf ist, damit ihr es auch lesen könnt eigentlich. Vielleicht wird es nach einer Zeit so schaffen. Mir wurscht, oder? Ach, soll ich sagen? Ich lese es einfach vor. Dann seht ihr so lange meine Hackfresse. So, hier steht: Langsam zieht uns Kaffee, um ein an die Quintessenz der erlesende Arabica-Bohne heranzukommen, lassen wir das braune Gold in kaltem Wasser mehrere Stunden lang ziehen. Oha, das ist das, was ich mal bei Galileo gesehen habe, wahrscheinlich. Dass Kaffee kalt, also kalte Kaffee gibt es wirklich und das ist wirklich Kaffeepulver mit. Wie soll ich sagen, man lässt es mehrere Tage ziehen, einen Filter und mit kaltem Wasser halt, ne? Auf diese schonende Zubereitungsart können sich die feinen Kaffeearomen ausgezeichnet entfalten. Die Bitterstoffe sowie die dunkle Farbe bleibt ingehend in der Bohne. Echt jetzt? Muss ich mal ausprobieren. Unsere liebe Früchte sind so. Ja. Zutaten: Kaffeegetränk mit Zitronengeschmack, direkter Kaltauszug. Kaltauszug des Röstkaffee, also Kaffee. Röstkaffee steht hier 92%. Boah, Fokus mal. Ich weiß gar nicht. Drauf tippen bringt nichts. Naja. Ist ja blöd. Ist wirklich blöd, wenn ihr es nicht sehen könnt, ne? Finde ich. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Egal. Auf jeden Fall Zucker, Zitronensaft, 1% aus Zitronensaftkonzentrat. Säuerungsmittel, Zitronensäure an,
Roma vor dem Öffnen gut schütteln. Nach dem Öffnen geköter. Echt? Ich hab's nicht geschüttelt. Auf jeden Fall, sagen wir so, es riecht nach Kaffee. Es schmeckt ein bisschen nach Kaffee. Aber der meiste Geschmack, wenn man trinkt, ist Zitrone. Das Einzige, was sehr schlimm ist. Na, Luna. Da ist sie noch. Die schöne Luna-Würfel. Naja. Stimmt's, Luna? Ja, ne? Gut, was ich sagen wollte, ist, sag ich mal, es riecht nach Kaffee. Sehr stark intensiv, aber schmecken nach Zitrone mit Kaffee. Also ich weiß gar nicht, ob es. Könnt euch ausprobieren. Es ist aber Geschmackssache, glaube ich. Also für mich ist es jetzt nicht so unbedingt was, aber man kann sagen, trinkbar ist es, aber ich glaube, der Körper muss sich dran gewöhnen. Halt, es ist so wie Met oder was weiß ich, sage ich mal, was man sich kauft, das riecht extrem nach widerliches Ding. Ja, Luna, was meinst du? Ist das was für dich? Nö. Die hat gerade hier dran geschnuppert, deswegen. Naja, gut. Wenn ihr es kaufen wollt, vielleicht, wenn ihr Glück habt, habt das ID noch für 1,50 gibt es da und zwei Geschmackssorten, Orange, Kaffee mit Orange oder Lemon. Orange ist noch im Kühlschrank, von daher lasst es oder naja, man kann es probieren. Immerhin. Es ist verrückt, wirklich. Es ist. Ich frage mich, wie man auf so eine Idee kommt. Zitrone mit Kaffee, kalten Kaffee zu machen. Ich habe es mal gehört in Galileo, das soll super sein, der beste Kaffee sein, wirklich. Aber wieder, warum? Wer kommt auf so eine Idee? Wer erfindet so? Es ist, diese Marke kenne ich nur, dass sie nur Eistee macht. Also von daher, ich habe mich selbst gewundert, dass es sowas gibt. Und ich habe deswegen gedacht, ich kaufe es mal, versteht ihr? Das, um zu probieren, wie es überhaupt schmeckt. Auch wenn das Bild mir hier mit dem Kaffee, Rostkaffee und so alles, was hier drauf ist, gesagt hat, innerlich, schmeckt das? Oder was ist das? Also kann man es überhaupt trinken? Es hat mich wirklich so angesprochen, da habe ich gedacht, okay, statt Eistee, also schwarzer Tee, statt schwarzer Tee verwenden die jetzt kalten Kaffee. Gute Idee oder schlechte? Naja, probiert's aus. Ich will eure Meinung mal wissen von das Gesöff. Wenn ihr es gefunden habt, trinkt es. Ich weiß es gar nicht, ob Sky das auch verkauft. Es ist übrigens eine 2-Liter-Packung. Also viel Spaß beim Trinken. Ja. Aldi hat's noch. Zumindest unser. Ich weiß es nicht. Ich habe das nur ganz spontan gekauft, weil ich das ausprobieren wollte. Das ist so. Da fragt man sich nur, Willy, wirklich? Also, was ist. Seit wann gibt es sowas? Frage ich mich. Naja, gut. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und tschüss! Euer Jackie!